Voll Vertrauen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria dürfen wir uns in Fürbitten im Gebet an Gott richten und den Namen Jesu beten. Für Papst Franziskus, Bischof Wiethelm und für alle, denen die Verkündigung der frohen Botschaft als besonderer Dienst aufgetragen worden ist, erfülle sie in ihrem Dienst mit den Gaben des Heiligen Geistes. Erhöre uns, dass sie stets zum Wohl derer handeln, die ihnen anvertraut sind. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Für unsere Familien, dass Eltern und Kinder einander verstehen und schenke ihnen auf die Fürsprache der Heiligen Jacinta und des Heiligen Francisco die Gnade, den Weg der Heiligkeit gemeinsam zu gehen. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Für unsere Verstorbenen, besonders für jene, die uns den Glauben weitergegeben haben, vergib ihnen alles Gute, was sie uns in ihrem Leben gaben, mit dem ewigen Leben bei dir in Herrlichkeit. Erhöre uns, Christus. Erhöre auf ihre Fürsprache unser Gebet durch Christus, unser Herr. Thank you.
Geliebte Brüder und Schwestern, das mein neuer Opfer Gott mit einem richtigen Vater gefallen. Der Herr nehme das Opfer aus seinen Händen, zu Lob und zu seines Namens, zu Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, freudig bring dir dein Gedenken an die Mutter deines Sohnes, das Opfer des Lobes kam. Gib das dir unter den Schutz dieser Mutter in deinen Türen, dass du uns in allen Nöten zur Hilfe kommst. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Name. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeit versammelst du dir ein Volk, damit dein Name das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Darum bitten wir dich, ja, nicht wieder Gott. Heilige unsere Gaben und deinen Geist, damit sie uns lehren, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu machen. Denn in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot und sagte dann, brach es. Reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gericht. Amen.
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
Der Herr sei mit euch.